path towards a more liberal, self-regulating market could mean the financial death of more than a third of smaller farms. A total of 485 farmers had committed suicide. That's an average of... Well, half a decade of relentless fighting has claimed the lives of almost 500,000 Syrians. Millions of others have fled their homes, either becoming internally displaced... With Eurozone unemployment remaining near a record high, there is still widespread anger across Europe. Too many people who come from another country to take a job. They represent a trend sweeping across many parts of Europe, which is the rise of the far right. The British people have spoken, and the answer is we're out. I am officially running for President of the United States. Well, to be honest, I think I need to get out of town for a couple of days. It's not about money nor time. I need some time off. Call me back in a later stage, alright? Yep. Bye. For the past 8 years, I traveled the world as a filmmaker, mainly developing countries, where people forced to live beyond inhuman conditions. Conflict areas where international interest of gold, copper and oil pushed the regions to the edge of the abyss. A paradox. In the world's richest countries, people are living in the most extreme poverty. As much as half of all the food produced in the world, equivalent to 2 billion tons, ends up as waste every year. Which is quite an amount we could use to reduce the extreme hunger in the world. A colleague journalist once told me, the more you see of the world, the less you understand it. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Wie viel Liter geben die am Tag? Eine ungefähr 50 Liter am Tag. Und was macht man damit? Käse, Butter, Schlagobers,
Ja, alles für eigenes Betrieb. Für eigenes Betrieb. Ah. Und hier das hat man Strom, oder? Mit Aggregat. Ah so, ja. Das ist normal, haben wir keinen Strom durch. Aber das sind anstrengende Tage so. Halb fünf anfangen, ja. Bauer zu sein, ja. Dann anfangen. Bauer und Großwirt. Badekurmeister. Bademeister. Ja. Schön Arbeit. Ja, he? Du liegst dich gerne am oben gerne ins Bett. Ja. Oh, ist herrlich hier die Ruhe. Nicht? Weg von Kriege, Armut, Politik. Das schloss man das lieber auf da oben, die Politik. Ist nicht mehr schön. Was ist nicht schön dann? Dass nur Sanktionen sind, Auflagen sind in die Betriebe, in landwirtschaftlichen Betrieb und auch in Großbetrieb. Nur mehr Auflagen. Und du kannst das gar nicht mehr bewältigen. Das Interesse geht komplett verloren. Nur Auflagen und nur Steuern zahlen und Versicherungen zahlen. Für die Arbeit wirst du bestraft. Wir haben ein Kurhaus, wir haben keinen Strom da. Durch die Auflagen, was ist, jedes Jahr ist etwas vom Bundesministerium und vom Land, dass irgendwas die Auflagen verstärkt werden und wieder so wie heuer Registrierkasse. Wie sollte man mir eine Registrierkasse herumbetreiben? Mit Akku oder was? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Hm. Das Kurhaus, was da ist, das läuft ja schon über 300 Jahre. 300? Über 300 Jahre, das ist schon die 9. Generation drauf und 1665 weg. Immer gleich ein Familienbetrieb. Man überlegt, ob man überhaupt noch weiter betreibt. Und das eigene Kulturgut ist nichts mehr wert bei uns in Kärnten. Das kann wahr sein, dass die eigene Kultur am Ende kaputt geht, weil das kann doch nicht wahr sein. Das ist die Politik. Das hat die EU gebracht. Die Gemütlichkeit oder so wie wir herum oft haben noch Musik und Singen und die Gemütlichkeit, das kennen die nicht. Das ist unrentabel. Ist nur mehr gemacht. Not quite the paradise I thought it was. Even in the Austrian mountains, the reality turns out a crisis area. Wir werden so lange wie möglich weiterkämpfen und auch mit den Problemen klarkommen, sagen wir so. Ja. Und ja, ich hoffe, das geht noch lange genug weiter und ich hoffe auch, die 10. Generation wird das weiter betreiben. Ich hoffe. Aber ich habe genossen. Wunderbar, ja. Wie schaut es bei dir jetzt aus? Wo wirst du jetzt hingehen? Wieder zurück nach Berlin, oder? Ich glaube nicht. Ich habe Schwiegereltern in Sachsen-Anhalt. Lebe in einem Dorf, kleines Ort. Ja. Und ich glaube, ich bin noch nicht fertig mit das Landleben. Früher hat er auch Kühe gehabt, oder? 8 Stück hatten wir immer. 8? Das ganze Dorf, alle Einwohner, war so gesagt Privatbauer. Ja, waren alles Privatbauern. Mhm. Ja. Und wann sind die Kühe weggegangen hier? Als die verstärkten Auflagen kamen, da hätten wir noch die Milch abkühlen lassen müssen. Und da hat Gerd gesagt, Schluss, Feierabend, wir machen nicht mehr.
Sie sind der Holländer hier? Stimmt. Man nennt mich hier der Holländer. Ja, stimmt. Sie wohnen hier? Ich wohne hier in Bülitz, ja. Außerhalb von Dorf. Aber sind Sie auch Holländer? Jung, du auch. Ich höre das doch. Ich komme mit Venlo. Hä? Ich komme mit Venlo. Venlo? Ja. Ich komme mit Mielder. 10 kilometer van Venlo. Ik had het al een beetje gehuurd aan dit accent, ja. Nee, dus ze kunnen plat worden. Ja, right. Zo plat wie mogelijk. En wat doe je hier in Bullet? Nou ja, ik heb 33 jaar in Berlijn mijn bedrijfjes gehad. En die heb ik nog. Maar die kinderen van mij hebben het overgenomen en overgenomen nog niet. Gans maar, nu woon ik hier. En ik heb een paar koeien en... Ik heb mijn fruitbuim en mijn groente en we doen inmaken, alles, ja. Allee. Ja. Ik heb mijn schoonouders wonen hier in Groenewoud. Wat? Ja. Hé? Hey. Ja, de liefde kan hem op gekke plekken brengen, hoor. 600 kilometer van huis? Ja. Zij was in Nederland gewoon 10 jaar. Ze zijn naar Berlijn getrokken. Ja. Maar we komen hier natuurlijk vaak voor schoonouders, ja. Hoor. Dus vandaar dat... Maar dat is toeval. Hé. Hey. Marijn. Frits. Ik kom een keer langs aan. En dat is hier... Tuurlijk. Bullets, einde kilometer aan de rechtse kant, daar ligt Eindhoes. Kan ze niet missen. Right. Ja. Ja, Geert komt voorbij, leuk. Oh, leuk, ja. Dat is nou een Ingrid, ich gehe mit dem Marc und Robert, hä? Marco, grüß dich. Komm. Komm, Maja, komm. Zur Zeit gerade, heute, ist es schwer zu überleben, auch bei diesen 20 Litern pro Kuh. Ja. Weil die Kosten... die du hast, für, um den Liter Milch zu produzieren, sehr hoch sind. Wie viel Kosten hast du, mit einem Liter Milch zu produzieren? Also ich müsste, um jetzt normal leben zu können, irgendwo über 30 Cent für einen Liter Milch bekommen. Wir bekommen zum Tag heute zwischen 20 und 25 Cent. Nicht mehr? Nicht mehr. So, du bezahlst und Geld, um zu produzieren? Genau. Im Moment geben wir Geld dazu. Jetzt einen Liter Milch zu produzieren, geben wir auf Deutsch gesagt irgendwo 5 Cent dazu. Ja, ja, aber auf 1600 Liter pro Tag? Ist das eine Menge Geld. Man sagt so im Moment, dass man pro Kuh im Jahr 1000 Euro dazu setzt. Aber das ist doch kein Beruf mehr dann. Das ist dann Hobby. Dann ist es Hobby. Russland nimmt nichts ab, China nimmt nichts ab. Weil die ja nur 8% Steigerung statt über 10. Und die arabischen Länder durch den niedrigen Ölpreis haben sie nur für die Reichen Geld, für die Armen aber nichts über fürs Essen. Da haben die sonst auch in Europa viel eingekauft. So, das sind die Sachen, die sich jetzt auswirken. Und du musst dir vorstellen, weil eben Russland nichts abnimmt. Deutschland hat schon gar nicht so viel dahin geliefert, aber die anderen europäischen Länder haben dorthin geliefert. Und die liefern jetzt nach Deutschland. Du hast es auf dem Markt, nur ist es da. Und das Problem jetzt ist noch, die Ansprüche aller sind etwas höher. Ja, du sollst mehr machen, jeder möchte besser leben, also kostet alles mehr. Und wenn das die Kosten höher sind,
ja, dann muss auch irgendwo das erstmal herkommen. Sag mal, wenn das so kompliziert ist, was ist noch schön am Bauer sein? Was ist der Liebe? Ja, wenn du solche Kontrollen hast und das alles, das ist nicht schön. dann steht es hier bis ganz oben. Ja. Heute waren die wieder da. Es hatten noch 8 Ohrmarken gefehlt. Nun habe ich denen die 8 gezeigt, weil sie die nicht richtig abgelesen hatten. So, aber das macht keinen Spaß, denn wenn du die immer auf den Hals hast und dann kommt der Nächste und sagt dir, du hast nicht so und so viel Gülle in der und der Zeit hingebracht oder das ist da nicht richtig. Und aber warum dann noch immer Bauer? Das ist irgendwie dann eine grundsätzliche Liebe. Ja, da musst du, glaube ich, reingeboren sein. Es grünt und blüht in grünen Wulsch. Die Windräder, wir haben einen Windpark bekommen hier. Alternative Energien, der Strom produziert. Das ist Skyline und ohne Wulsch. Ich sage mal, schade, dass wir unter den Windrädern kein Ackerland haben, als Eigentum. Dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten gehen. Da bekommst du viel Geld. Dann bekommst du viel Pacht dafür. Früher, da haben sie dir gesagt, ach, wenn du 40 Kühe hast, dann ach. Ja, jetzt ist der Durchschnitt in Sachsen-Anhalt 200. Ja, muss man mal überlegen. Der Tuck um in 10 Jahren, was ist an den Bauern dann? Ja, wenn die so weitermachen, werden wenige noch Tierhaltung haben. Also Kühe oder sowas nicht mehr. Und damit wird das hier, ja, die Betriebe werden größer. Und du kannst nur mit großer Technik denn dementsprechend was machen. Ja, sonst anders geht es nicht. Wie haben die Dörfer ausgesehen? Ich versuche ein Bild zu kriegen, von wie das früher hier war. Was hat man hier gebaut? Kartoffeln oder wie hat das auch? Grassau war eigentlich ein Bauerndorf, so mit Höfen, so 3, 4, die so um die 50, 60 Hektar waren und alles. Dann gab es so einen kleinen Mittelbauern, so 20, 30 Hektar. Und die ganzen kleinen Bauern, die um 10 Hektar und drunter hatten, die hatten dann natürlich noch ein Handwerk dazu. Ja, ja. Und wo hat man die Kartoffeln geholt? War der Bauern hier im Dorf, wo man dann... Ja, jeder Bauer hat Kartoffeln angebaut. Waren alles selbst versorgt. Ja. Mit allem. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, Zweiter Weltkrieg war eine schlechte Zeit. Aber gehungert haben sie nie. Nee. Das hat unsere Oma immer noch erzählt. Dann hat sie mir gesagt, die müssen immer roken, die kommen und statt. Die haben nichts zu essen. Wann ist das erinnert, dass die Bauern kleiner geworden sind? Oder war das? Ist es hier durch die Kollektivierung in den 50er, 60er Jahren, ist es dann im Prinzip gestorben. Die großen Höfe, die damals weggegangen sind, die sind nicht wiedergekommen, weil die Leute auch alt waren und von den Kindern hat keiner wieder angefangen. Weil die ganzen Vorschriften sind ja eben so heftig, auch von der EU. Ne? Ganz schlecht. Wie kriegen wir das wieder zurück? Weil du kannst doch nicht hier sitzen und warten, bis dann alles weg ist. Das ist der Kapitalismus. Das ist eine Frage des Geldes und das geht nicht wieder rückwärts. Das geht alles kaputt. Ich bin ja nur erst hergekommen, 57. Ich bin ja von Schorstedt, also Grassau und dann kommt ja Schorstedt. Ist auch nicht sehr weit. Nee. Aber also war eine schöne Zeit. Dann war der Konsum hier noch. Konsum war hier, hatten ja. Dann Konsum, konnten wir einkaufen. Ja, ja. Das war schön. Ein Laden, ja? Hier ein Laden, wo die Linde ist jetzt. Da war der Laden. Noch ein Stückchen hin. Der Jugendclub da. Mal war. Ja, der Jugendclub mal war da. Wenn man das vergleicht mit jetzt ist das Dorf. Ja, ja, die Jungen sind alle ausgeflogen, die sind alle weg so weit. Ja, ja. Ja, ja. Wo sind die hingeflogen? Ja, ne, die arbeiten. Keine Arbeit hier? Ja, das ist klar. Können nicht alle zu Hause bleiben. Nee. Das geht nicht. Das stimmt schon, ja. Mein Sohn, der eine Sohn, der ist an der Nordsee, bei St. Peter-Ording wohnt der. Und der hat sich da ein Haus gekauft, der ist gleich nach der Wende rübergegangen und hat sich da ein kleines Häuschen gekauft.
Ja, der kommt auch nicht zurück. Nee. Hey! Marijn. Jong, hoe is het? Leuk dat je gekomen bent. Eindelijk hier, ja. Naar Bulitz. Bulitz, 3 kilometer van mijn schone elders. Ja. Treffen we elkaar, praten we plat. Ja. Ruig, ja, ruig. En dat midden in de Altmark. Ja. In Sachsen-Anhalt. Ja, hè? Dat moet dat betekenen, hè? Ja. Leuk hier te zien. Je hebt flinke hunt hier, hè? Ja. Een beetje moet ze toch tegenwoordig oppassen dat ze niet leeggeplunderd wordt. Ja, en wat beters kan ze niet hebben. Het zijn leeuwen. Mm-hmm. Hey, dit is op paradijs. Ja. Ik probeer dat wat we in de hemel verwachten, ja, hier op aarde al te creëren, ja. 4 jaar geleden ben ik hier naartoe gekomen om ervoor te zorgen dat ik mezelf totaal kan onderhouden, inclusief de familie. Ik ben geen stadmens. Nee. Die stad was voor mij alleen maar het levensonderhoud, maar niet om te leven. Ja. Den onderhoud om te leven heb ik doorverdiend. En het leven zelf, dat is voor mij in de natuur. We verbouwen fruit en bessen en groentes en dan hebben we die koeien voor het vlees en ik heb 2-3 koeien gekocht voor de melk volgend jaar. We drugen ook alles. Ze zitten bijna helemaal onafhankelijk. Ja. Ja, ik plant achter nog een riebuim. Dat ik precies in de zomer die rotzooi niet zie indraaien. Welke rotzooi? Oh, die windmeulens. Ja. Ja. Het is toch geen natuur? Het wordt een schande. Eén moeten ze het dan hebben van die velden. Hè? De biogasaanlagen noemen ze dat. Ja. En van die meulens. Eén biogasaanlagen. Je hebt 260 hectare nodig om elektriciteit te maken. Ja, is dat zo? Ja. Op dit moment in Duitsland 8000 biogasaanlagen. Ja? Uh-huh. Maal 260. Uh-huh. Dat is niet meer voor eten bedoeld. Dus eten. Zou ik hier maar eens wat eten. Knolselderie. Droeven. Rij. Bij kruiden. Ja, en dat zien de bessen. Hé, hey, je koffie bouwde zelf ook aan? Of? Moet niet vergeten, 70% van het eten in Duitsland wordt geïmporteerd. Ja. Dat is ongelooflijk, dat komt niet uit Duitsland, nee, dat komt van alle andere landen. De pataten komen van Egypte, van Frankrijk, van Holland. Er zijn 5 grote levensmiddelenmerken in Duitsland, meer zien het er niet. Ja. Afgezien van de bio-leveranciers, ja. Die vallen allemaal onder een groot conglomeraat. Hmm. En die kopen door in wat het goedkoopste is. Is die mensen totaal egaal waar het geld herkomt? Hmm. Hoofdzaak is goedkoop. Uit derde wereldlanden, zeg maar, of halfwegs derde wereldlanden. Dat hield in dat de boeren het koud hebben. We hangen aan een zijden draadje. Hmm. Ja, een zie je dreutje. En
Ik zie dat al jaren steeds erger weer met het geldsysteem ook. Dat het geldsysteem, dat implodeert. Dat implodeert, dat wordt niks meer waard. Zodra dat geld niks meer waard is, kan ze ook niks meer kopen. Een probleem. Ja. Na de oorlog gingen de stadsmensen allemaal met de treinen naar de boeren. Ja? Met tapijten, met gold en zilver. En ze woelen patat te kopen, ze woelen wat te eten hebben. Ja? En een boer, een halsketting van een vrouw, verruilde voor, die woelde een ganse zaak patat te hebben. En die verruilde die halsketting voor een, die kreeg nu alleen maar een halve zaak. En jaren later is de boer naar de juwelier gegaan. Hij heeft 800.000 mark gekregen voor die ketting. Kan je je voorstellen? Ja. Ja. Wat geld of iets waard is, niks meer als ze geen patat meer zien. Ja. De dagelijkse levering, daar wordt alleen maar dat geleverd wat op 10 dagen verkocht wordt. Te zien geen vuurroden. Er zien geen vuurroden meer. De mensen toes hebben misschien voor een dag vreten in de koelkast. Ja. Dan hield het op. Ja. Maximum een week. Ja. Ja. Maar als die winkel altijd open is, dan hoeft ze zich ook geen zorgen te maken. Maar stel zich nou eens voor, het is toch anders. Dat moet ze zich voorstellen. Dat moet ze voor ogen houden. Dat er daadwerkelijk een moment komt. En dan kan ze zelf ook niks, als ze niks voorbereid is. Ja. En daarom is dit eigenlijk een, neem het maar op zijn Duits, crisisvoorzorgen. Ja. Ik rie natuurlijk heel duk naar Berlijn toe. Mm-hmm. En dat zijn 140 kilometer. En ik vind nergens een patat. Ik zie nergens een patat groeien. En dat zijn toch 140 kilometer akker. Ja. Die boeren hebben gewoon niks met de vrede. What a person. Partly dubious stories, but interesting as well. Actually, there are not less problems in Europe than there are in the rest of the world. But they're different. Crisis preparedness. Hängen Kartoffeln kaufen. Ja, nee, kann man nicht. Kann man nicht mehr? Nein, wir haben keine Kartoffeln mehr. Das rentiert sich für uns nicht. Wir bauen jetzt hauptsächlich Getreide, Mais, veredeln. Gib meine Suche weiter. Gut, tschüss. Tschüss, bis Gott. Bei uns in der Altmark suchst du Kartoffeln. Ja. Das sieht nicht gut aus. Früher war in jedem Dorf Kartoffelanbau, in jedem. Warum der nun so weggebrochen ist, der Hauptgrund, denke ich, war nach der Wende die Unsortiertheit, das Unwissen der Landwirte, wie und wo kann ich Speisekartoffeln verkaufen. Hinzu kommt natürlich, ich kann sie wohl vom Acker verkaufen,
Aber was mache ich im Winter? Ich muss ja die Kartoffeln einlagern. Es fehlte an geeigneten Räumen, temperierten Räumen, damit sie nicht keimen. Und darum sind die Kartoffeln einfach ausgestorben bei uns. Man kann es so sagen, ausgestorben. Wir produzieren Milch und Marktfrucht, also Getreide, Zuckerrüben, Raps. Für Energie. Raps wird verkauft, ja, zur Ölgewinnung. Getreide, Rotweizen, Futtergetreide fürs Viehzeug. Wir selber haben Biogasanlagen basierend auf Gülle und Stallmist. Wann bist du die Biogasanlage hier angefangen? 2012 haben wir geplant und 2013 ist sie ans Netz gegangen. Warum? Durch die Milchproduktion, die wir haben. Es ist ja so, dass die Milchproduktion derzeit völlig unrentabel ist. Und das liegt daran, dass gar keine Regeln vorherrschen, die den Milchbauern ermöglichen, an dem Markt teilzunehmen. Ganz anders dazu die Biogasenergie und die Photovoltaikenergie, wo ganz klare gesetzliche Regeln, ohne die jetzt zu bewerten, aber sie sind da, vorherrschen, die ein Investment ermöglichen und damit auch einfach ermöglichen, eine Existenz aufzubauen und dann auch zu bestreiten. Ja. Mhm. Man wird das auch effizient, weil wenn man hört, das wird subventioniert, ja. Das bedeutet, das ist noch nicht effizient, oder? Das ist korrekt. Es ist nicht effizient, weil an einem sogenannten freien Markt ohne Regeln wäre das Öl einfach günstiger, das Gas viel günstiger, die Braunkohle viel günstiger, die Steinkohle viel günstiger. Nur unsere Gesellschaft hat ja für sich entschieden, die Umwelt zu schützen. Ich trage das mit. Die Umwelt zu schützen, kein CO2 mehr in die Atmosphäre zu blasen, die Braunkohlekraftwerke stillzulegen, die Tagebau möchte keiner mehr haben. Alles Dinge, die ich unterstütze, nur sie kosten halt Geld. Das ist ja selbstverständlich. Mhm. Und unsere Gesellschaft trägt das und das ist sehr gut und wir sind ja weltweit auch ein Vorreiter. In Zukunft muss das dann effizient werden. Das kann man nicht bis am Ende des Tages subventionieren, oder? Die Gesellschaft muss es bezahlen, also die Volkswirtschaft muss es bezahlen. Kommt da eine Zeit, dass die Kühe weggehen? In dem Fall ist es ja theoretisch möglich, weil die Gebäude weiter genutzt werden können, natürlich, und das bestimmt ja die Ökonomie. Also das Bauersein, wir sind ja nicht Bauern um des Bauerns willen, sondern einfach um davon unsere Existenz zu bestreiten. Ich habe alles an Menschen gefragt, die so auch über CO2 serieus praten, ja. CO2, ja. Hoeveel zit er dan in de lucht? Dat weet geen mens. En wat zit er dan in de lucht? Ja, veel te vuur. Ja, wie vuur? Ja, vuur. Ja, dan zeg ik altijd, 20% in de lucht is zuurstof. 80% is stikstof. En er is nog een ander, een klein gedeelte, ander grij. Waarvan 0,035% CO2 is. En dat op 80% stikstof, 0,0, ja. Dan vroeg ik me af. Ja. Dat is niks. Dat is niks. Het eten is verdwenen en er komt iets voor terug wat ons totaal vernietigt met het landschap en de boeren bedrieven, wat het eten niet meer maakt. Dit is een catastrofe. So Fritz is trying to tell me that the CO2 theory is a nonsense. Heard that before from the right-wing in politics. At the most sympathetic context. But the radical change in agriculture and nature due to these policies are a fact. Sounds more like a conspiracy.
Das Eis schmilzt, die Erde erwärmt sich immer mehr. Sprechen die Experten des Weltklimarats IPCC bei... It is overwhelmingly proved by almost every scientist in the world. It's described as the gravest threat to our planet. Research shows climate change to be a real threat. Human activity is largely responsible for that. This is the planetary crisis of our time. The effects are costly and deadly. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Submerged countries, abandoned cities, fields that no longer grow. Political disruptions that trigger new conflict. It is also a threat to our global security. Now we've got to accelerate the transition away from old, dirtier energy sources. The European Council has agreed on a climate and energy deal for Europe. Wir wollen mindestens 27% Anteil erneuerbarer Energien haben. For years, the left has been spinning their lies about global warming, all in an effort to push through their radical agenda. Or you'll have the scientific studies that say that climate change is not man-made. Well, I'm not a big believer in man-made climate change. The European Union is using climate change, it's using global warming to justify its own existence. In the last 18 years, the satellite data show no demonstrable warming whatsoever. Global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. And all the facts show that the CO2 theory is nonsense. It involves fraud. It is a kind of nasty combination of extreme political ideology and a religious cult all rolled into one. And the other thing which upset me is that what is the optimum temperature for the Earth? Is that the temperature we have right now? That would be a miracle. And the one thing that we miss out on in looking at climate change is the past. The fact climate change is being discussed so controversial and irreconcilable, it's interesting me. The Potsdam University of Climate Research rejected my request for a meeting. Currently, I'm on my way to Hans van Stork, professor at the Institute for Meteorology at the Hamburg University. In the 80s, he led a group of statistical analyzing and modeling at the Max Planck Institute for Meteorology. Das Problem ist, dass wir ziemlich viele aktivistische Menschen haben, die sagen, the science is settled. Und im Gegenzug gibt es dann auch Skeptiker, die sagen, alles ist unsicher. Es gibt viele Dinge, die ziemlich sicher sind. Und es gibt auch sehr viele Dinge, die ziemlich unsicher sind. Und der Teil, in dem wir eine Sicherheit haben, der nimmt durchaus zu. Aber andererseits lernen wir auch immer wieder mehr und mehr, dass es Dinge gibt, die wir bisher noch gar nicht, über die wir nicht richtig nachgedacht haben, wo sich der neue Unsicherheit ergibt. Also der Prozess von Wissenschaft ist eigentlich immer so, dass der Gesamtumfang an Unsicherheit zunimmt. Aber der Kern wird sicherer. Und es gibt ein paar Kernaussagen, die eigentlich wirklich nicht mehr unsicher sind. Die sind zum Beispiel, erstens, es wird wärmer. Das Klima verändert sich. Klima, das ist die Statistik des Wetters. Und das liegt nicht daran, dass die Beobachtungsdaten nicht gut genug sind oder dass sie manipuliert sind oder sonst was, sondern es wird definitiv wärmer. Daran gibt es ganz wenig Zweifel. In der Wissenschaft gibt es immer Restzweifel, aber das ist einer der Punkte, wo man das kaum sagen würde. Der zweite Punkt ist der, dass wir sagen, die Erwärmung, die wir in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren gesehen haben, ist doch deutlich stärker, als wir es erwarten sollten, aufgrund natürlicher Vorgänge. Auch hier muss man einen Vorbehalt machen, dass natürlich die Datenlage nicht so sehr gut ist. Wir beobachten das Wetter mit Instrumenten ja erst seit 150 oder so Jahren. Aber wir stellen auf die Art und Weise fest, ja, wir haben hier Änderungen, die bedürfen einer Erklärung durch externe Faktoren. Und wenn wir dann durchdeklinieren die verschiedenen Möglichkeiten, die da extern wirken können, dann bemerken wir, dass wir diese Veränderungen nur erklären können, wenn wir die menschgemachten Treibhausgase in der Atmosphäre als dominanten Antrieb heranziehen. Aber dass die CO2 der Temperatur treibt, das
ist irgendwie auch noch eine Unsicherheit. Nein, das ist kein unsicherer Faktor. Es könnte natürlich sein, dass andere Faktoren auch noch in einem stärkeren Maße beitragen, dass wir das noch nicht richtig gut abgeschätzt haben. Aber die Tatsache, dass CO2 hier einen wesentlichen Einfluss hat, dies ist tatsächlich in der unstrittig. Wenn ich gucke nach die Vergangenheit der Temperatur, hat immer gewechselt, war immer kalter, war manchmal viel wärmer. Und jetzt versuchen wir als Menschheit zu sagen, jetzt gehen wir die Temperatur regulieren. Ist das irgendwie realistisch? Die Änderung an sich über lange Zeiten sind nicht unbedingt was Schlimmes. Aber wenn das schnell geschieht, dann muss man sich eben schnell anpassen. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Und deshalb versucht man natürlich, diese Änderung geringer zu halten. Es wird wärmer und wir können die Erwärmung, also die Änderung der Wärme, nicht durch natürliche Schwankungen erklären. Wird hier wichtig, dass ich diese Unterscheidung machen kann. Und wir können eben sagen, nein, dieses sind nicht zu erklären durch die natürlichen Schwankungen, von denen Sie gerade sprachen, sondern wir brauchen eine externe Erklärung. During my research, I came across an interesting skeptiker. Piers Corbin, astrophysicist and meteorologist. He investigates the influence of the sun on global temperatures. His long-range weather forecastings are quite impressive. Piers is the oldest brother of Jeremy Corbyn, leader of the British Labour Party. All the actual observable evidence shows that it is CO2 which is an effect, not a cause of climate. CO2 levels depend on the surface temperature of the sea, because there's a dynamic equilibrium between the CO2 dissolved in the sea and in the air. And there's 50 times more CO2 in the sea than there is in the atmosphere. So that is how it actually works, and the data shows that. And there is a lag of CO2 following temperatures on a world scale of some hundreds of years. And that this has been going on for millions of years. How do you sell that the CO2 is rising at this time? Yeah, probably because of the medieval warm period about 800 years ago. And there's a lag effect on the warming and the CO2 coming off from the sea because of the complicated undersea currents, which actually takes hundreds of years to circulate around the globe. So man's CO2 isn't going to increase anything. It'll just, whatever the natural process is going on, which is much, much bigger than man, will decide. But man's CO2 is only 4% of the total CO2 flux in and out of the ocean. Take Big Ben Tower. If that was representing the atmosphere, the amount of CO2 in the atmosphere is like an inch or so, or 2 or 3 centimetres on the top. And man's contribution to that is like a little blob of bird shit on the top of that. And we're told to believe that is causing climate change. It's complete delusional nonsense. Because it requires a conspiracy of nature for the natural processes to follow man. Now, there's 10 times more CO2 produced by termites than there is by man. For CO2 to follow man, then the termites have to do, you know, somehow follow man's CO2, which of course is insane. It's a conspiracy of nature of the most insane proportions. I mean, yet this is what is propagated by the powers that be. What are you seeing? We see, and we're very confident of it because our own prognoses have been borne out, we see a general cooling, continuing general cooling, to about 2035, when there'll be some very extreme cold winters. There'll be some short hot spells as well, but basically, overall, much colder. Mini ice ages. But I see ice caps melting and crumbling in huge blocks into the sea. Falling in the ocean, look, and the polars are melting. Yeah, but of course it's a nonsense, isn't it? That's always been the case for millions of years. Look, snow falls on the Arctic and Antarctic, spreads outwards and breaks off as ice. It's just like if you take a film of a tree blowing over
You say, my goodness me, look, that tree's 100 years old. This must be the strongest wind for 100 years. Well, of course, it's nonsense. It's an old tree and it dies. The ice that breaks off all these ice shelves is typically 4,000 years old. But it's 4,000 years old irrespective of what's happening today. It's just slow flowing of ice. I see graphs on TV that temperature is rising. Yeah, well, those graphs are fraud. What they've done is they have chosen successive data sets and reduced the data sources in order to show or pretend the past is colder and the present is warmer. Now, in successive years, they produce different data sets given by these other graphs. So the most recent one is this red one here, which has got the minimum. They've made the past colder, and the present, they made it warmer. So the rise in the 2001 data is this, and the rise since 1975 in their so-called better data is this. But they just consistently move different, choose data sets in order to make the past look colder and the present look warmer. The difference between these two is half a degree. So, so my way of thinking is half a degree of fraud. They don't deny it. They just say, oh, we've now got better measurements. Well, this is how to lie to politicians. Yes, Minister, of course, this is the best available data, which will enable you to lie, Minister, to Parliament. The actual effect of that is basically half a degree of bogus warming. So if you take half a degree off current world temperatures, then you're going back to the same temperatures as were in the early 40s. Imagine that your theory is false, mm-hmm. and there is CO2, and we need to combat the climate. the main question is that überhaupt possible to fight climate, stabilize climate as we are trying to do it today? Well, no. Adding or removing CO2 will have no effect. If you remove CO2, more CO2 will come off the sea. And if you add extra CO2, it'll just go into the sea. So all those things are complete delusional nonsense. If you do want to try and change climate, I would say it's pretty difficult because you're going to have to change solar activity or prevent particles coming from the sun, which can't be done. You can use an umbrella when it rains, so that's quite effective. Two impressive personalities and scientists who are claiming the complete opposite from each other. Both scenarios are plausible. Scientists warn of perilous climate shift within decades, not centuries. The science on this is really starting to get intense and scary. Greenland and Antarctica are beginning to melt because of global warming. The Antarctic ice cap is at an all-time record high in both coverage and thickness, and the Arctic ice cap at the North Pole is at the highest it has been in several years. It's in its so-called normal range. You are nuts. Remember John Huntsman? If you don't believe in man-made global climate change. I don't even call some of the people skeptics. They just simply don't believe it. They will never believe it. There are some people who don't even believe that Elvis Presley is dead. But if the air outside is poorer in carbon dioxide, then the plant will lose more water in order to breathe. So in fact, you're making the plant more susceptible to drought. And that's the great killer of plants, of course, the desert. So you're turning green land into deserts by doing that. Over 97% of the scientific community is in complete agreement that we are contributing to climate change. To deny that means that you are not a part of the modern world. Maybe it will make more sense to find out what this all means for our farmers and the agriculture. Wenn Sie jetzt irgendwas da machen wollen nach dem Motto, Klimawandel ist eigentlich gar nicht das wirkliche Problem, dann können wir gleich wieder umdrehen, dann bin ich nicht mit dabei. Ja, ich bin einfach keine Wissenschaftler und deshalb höre ich mich das gerne an. Was mich vielleicht mehr interessiert, ist der Energiepolitik, der aus der Wissenschaft gekommen ist.
Und im Prinzip vor 15 Jahren hat man gesagt, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse über Klimawandeleffekte, wir müssen versuchen, Bioenergie auch stärker zu nutzen. Und Bioenergie, also gerade jetzt zum Beispiel Biogas aus Mais oder aus anderen Kulturarten, hat den Vorteil, dass die Energie immer zur Verfügung steht. Ja? Wind- oder Sonnenenergie ist immer abhängig von Witterung. Bioenergie, also Biogas beispielsweise, ist immer verfügbar. Und um das überhaupt anzuregen, hat man vergleichsweise hohe Incentives, also Anreize gesetzt. So, das war zunächst noch in der ersten Runde noch gar nicht so hoch, 2001, 2002, dann sagt man 2005, wir müssen eigentlich noch höhere Anreize setzen, damit Landwirte das auch stärker machen. Dann gibt es immer wieder sogenannte Novellierungen dieses erneuerbaren Energiengesetzes und bei jeder Novellierung hat man das noch attraktiver gemacht. Und dann kam eine Situation 2008, 2009, war es ganz kurzfristig so, dass die Weltmarktpreise für Getreide und alle Agrarcommodities vergleichsweise hoch waren. Und da hatte man Angst, weil wieder eine Novellierung des erneuerbaren Energiegesetzes anstand, dass die Leute mit Biogas aufhören und stattdessen wieder Milch und Weizen produzieren. Und daraufhin hat man die Incentives, die Anreize, noch mal höher gesetzt. So, und das war verabschiedet und 3 Monate später rauschten die Preise für Weizen und Milch nach unten. Und plötzlich war Biogas extrem attraktiv für die Landwirte. Und was die Politik einfach total unterschätzt hat, war, wie schnell Landwirte anpassungsfähig sind. Das sind Unternehmen, Unternehmer, die haben gesehen, was sie da verdienen können und haben im ganz großen Stil sind sie eingestiegen in die Biogaserzeugung. Wir haben etwa 2 Millionen Hektar Maisanbau und 40% sind für Biogaserzeugung. Well, small farms are pretty inefficient things. I mean, actually, you do need to have big farming to be more efficient. But I suppose for multinationals, there's cheaper ways of growing food abroad. So, you know, if they can make more profits by shunting food all over the world, they will do. And they're perfectly happy to reduce farmers to, as you say, watching wind farms and be subsidized by other workers in order to build these completely stupid things. But overall, it's part of a de-industrialization plan for the West, because super profits can be made by workers in India, Turkey and China making machinery. So in the case of how the European Union operates, you can see that Wall Street interests are fully behind the European Union, which is a mechanism actually to de-industrialize the West. And you can see how it happened in Teesside, Northeast England. Energy prices are so high that the production of steel becomes unprofitable. So they run it down. A company from India then buys up the land and the factory, saying they're going to save it. And they get carbon credits under the European Union Emission Trading Scheme by having run down an industry and reducing less CO2. Then they announce it can't be saved, and then they use those carbon credits in India to build another plant. Even though the MP for the area said, look, those carbon credits were gained by rundown of industry here. We want them to be used to build another industry in Britain. And the European Emission Trading Scheme said no, those carbon credits are owned by the Indian company, they're going to India. So what happened was, we've had taxpayers paying for the destruction of industry in Britain, destruction of jobs in Britain, and the removal of the industry to India, and the production of CO2 has simply been transferred from Britain to India. There's been no reduction in CO2 worldwide, and if that's meant to be saving the planet, it's saved nothing at all. It's just deindustrialized the West and caused more super exploitation of even lower paid workers in India. And you see, this type of thing internationally will happen all the time, so long as the multinationals can use man-made climate change and as an ideological weapon to justify super profits. Was kostet das eigentlich den Staat, wenn ich hier Geld ausgebe über dieses erneuerbare Energiengesetz und die Subvention, um dieses Biogas zu erzeugen? Und was kostet das im Hinblick ja
Das ist das Ursprüngliche, was dahinter steht in Bezug auf die CO2-Vermeidung. Man will ja eigentlich das Ganze machen, um Treibhausgase zu reduzieren. Mhm. Und wir haben selber gemessen, dass man tatsächlich, wenn man das gut macht, mit guten Fruchtfolgen und Mais und Gras, dass man bis zu 13 Tonnen CO2 pro Hektar vermeiden kann. Wenn man jetzt aber die aktuellen Einspeisevergütungen sieht und die Kosten, die der Staat hat, durch diese Transferzahlung an die Biogasbetreiber, dann kostet eine Tonne CO2-Vermeidung den Staat und uns alle, wir zahlen über die Stromrechnung, etwa 300 bis 400 Euro pro Tonne CO2. Ja. Nur um eine Alternative für den Staat aufzuzeigen, wenn er stattdessen Geld ausgibt, Subventionen für die Sanierung von Altgebäuden, um dann eben Wärmeabstrahlung zu vermeiden, dann kostet die Tonne CO2-Vermeidung 20 Euro. Also Faktor 15 weniger. Ja. Und von daher ist es einfach ökonomisch ineffizient. Das ist das Problem. Ökonomisch ineffizient und es bindet wertvolle Flächen. Und dann kommt ein Punkt dazu, der dann immer wieder diskutiert wird. Wenn wir jetzt auf diesen Flächen hier, auf diesen 800.000 Hektar Mais für Biogas bauen, dann hat dieser Mais ja eine andere Kultur, die da vorher stand, verdrängt. Der Weltmarkt fragt aber genauso Weizen wie vorher nach. Also muss der Weizen irgendwo anders herkommen. Und dann ist es vergleichsweise wahrscheinlich, dass damit der Landnutzungswandel, zum Beispiel in Südamerika, noch weiter beschleunigt wird. Eine Beschleunigung der Nutzung des Regenwaldes für Landnutzung daraus resultiert. From my parents, I received my left ideology. My dad was a part-time missionary. He supported local projects worldwide. From him, I learned that we should not live too selfish, that there are so many other worlds beyond ours. But the world has become so diffuse that doing good not always means we're doing good as it seems. When Amazon rainforest is getting cut down to grow energy crops in the West, it's of course not a green solution. Und können nicht akzeptieren, dass Kohle, dass Braunkohle, dass Steinkohle das Klima weiter verändern. Wir können nicht akzeptieren, dass die Menge an Atommüll weiter wächst, sondern wir wollen, dass die dezentralen, dass die erneuerbaren Energieträger eine Zukunft haben und dass die Kanzlerin, die sich hinter das Klimaschutzabkommen gestellt hat, in der Verantwortung steht, unseren Kindern und Kindeskindern eine Zukunft zu geben. Und das geht nur mit den Erneuerbaren. Ich danke euch ganz vielmals für diese Aktion heute. No jobs on a dead planet. Das ist ein Fakt. Also Windenergieanlagen sieht man. Und die Frage ist, ob man damit etwas Gutes oder etwas Schlechtes assoziiert. Optik in meinem Auge ist doch ein bisschen wichtig. Wenn ich auf Dorf komme und ich sehe 30, 40 von die Windmühlen in Hinterhof. Ja. Es geht nicht um die Optik, sondern es geht ums Überleben der menschlichen Spezies. Und wir haben auch als Menschen Verantwortung für das restliche Leben auf diesem Planeten. Also das Wort retten kommt ja jetzt momentan laufend vor. Wir retten ja alles Mögliche. Wenn wir das nicht retten, was passiert denn mit dem Klima? Das geht ja nicht kaputt, sondern es ändert sich. Also retten ist so und so schon mal Unsinn. Also das ist ja, der Ausdruck eignet sich ja insbesondere dafür zu sagen, ich rette das Klima, also ich bin eine positive Figur. Ich. Das ist also schon enorm egozentrisch. Und in dem Sinne, wenn ich sage, ich stabilisiere das Klima oder sowas in der Art und Weise, tue ich ja auch nicht. Sondern ich begrenze den Klimawandel. Klimawandel stoppen tut ja auch keiner. Wir gehen ja nicht zurück zum Zustand von 1850. Auch das, dieses,
stoppen, dies stoppen, jene stoppen. Das ist eine politische Sprache, in der man seine eigene Agenda vorbringt. Und da würde ich sagen, wäre es vielleicht für die politische Reife gut, wenn man sich darüber klar wird, dass Sprache eben sozusagen auch ein politisches Programm in sich trägt. Und gerade diese furchtbaren Worte wie retten, stoppen und sowas alles, das ist natürlich einfach leere Sprache. Well, the modern left partly lost its way when the Berlin Wall came down and turned from a sort of straightforward socialist ideology to something like green, red and green mixture, you see, and developed things like eco-socialism, whatever that means. And of course this made them ideal prey for the climate change ideology, which is completely generated by the international big business interests. We all want to do something good, you know, and right, saving right. the planet is good. So right. I say, look, okay, saving the planet is good, but let's say all these trees and so on, we should defend them for their own sake. We defend biodiversity for its own sake. Do not tie this to a story about CO2 which may be untrue. But this is the main problem. So you have a sort of flag-following left where people justify what they believe in, but in terms of who else believes it. So when I come up with stuff about climate change, they say, oh, yeah, but George Bush agrees with you. How does it feel agreeing with George Bush? I mean, you must be wrong. You know, well, this is silly. I say, well, look, if George Bush walks in the room and tells you it's Tuesday, I suppose you say it must be Wednesday then, do you? I mean, yeah. You've got to look at the facts and the evidence to decide anything. And who else believes it or not is nothing whatsoever to do with what is true. Leute, die Windräder kommen. Windkraft ist für Plan B die Zukunft, für Deutschland die Zukunft. Weg von Atomkraftwerken, weg von Kohlestrom hin zu erneuerbaren Energien. Wir wollen mehr Windkraft. But the point is that the public are misled all the time and anything with a green label on is used to sell anything that the powers that be want. Things like wind farms or solar power should be reduced to experimental. I think in maybe 50 years' time, solar power will become very cheap. And that will probably be one of the main sources of energy. But right now, coal is cheapest, followed by oil. And we should use these things. Does oil have an effect on climate? No, no, none effect whatsoever. Nothing? Nothing, no. Carbon dioxide in the atmosphere is plant food. This tree has removed carbon dioxide and turned it into sugar, basically. This is a process that's been going on for millions of years. The coal in the ground was originally in the atmosphere when there was more CO2 in the atmosphere. If you double the amount of CO2, that would be a very good thing because it would increase the growth rate of plants by about 40%. That would be hugely beneficial to agriculture. But it would be impossible to double CO2 because what happens is it will get absorbed into the sea because the sea and the air are in balance all the time. I think the truth will come out when the public realise they have been robbed by multinationals in the name of saving the planet. They will say no and we'll go back to having a rational energy policy. Wie gefährlich achten Sie der Klimawandel? Für mich ist der Klimawandel eine echte Herausforderung, weil es eben zu Änderungen führt, die sich auch vermutlich beschleunigen werden, deutlich heraustreten, mit denen man umgehen muss. Angst habe ich in dem Sinne nicht, aber ich sehe, dass wir hier herausgefordert sind, dass wir das Thema ernst nehmen müssen. Ich sehe aber auch, dass dieses eines der Probleme ist, die wir ernst nehmen müssen. Da sind auch andere. Und da werden noch andere hinzukommen, die wir jetzt nicht kennen, weil es historisch gesehen immer so war, dass weitere Probleme dazu gekommen sind. Das heißt, wir müssen uns über klar sein, dass wir es mit einem ganzen Strauß an Problemen zu tun haben
Und in diesem Strauß steckt auch der Klimawandel und dieses ist ein wichtiges Thema. Aber wie wichtig ist es im Vergleich zu anderen, vermag ich als Klimawissenschaftler nicht zu sagen. Wenn Sie sich überlegen, ich bin vor 3 Jahren auf einer Studienreise durch Tunesien gewesen. Ja? Tunesien ist der einzige halbwegs funktionierende demokratische Staat in Nordafrika, der wirklich auf der Kippe steht. Und was tun wir? Durch unsere Politiken im Bereich Agrarpolitik, um die zu stützen? Nichts. Dabei wäre es, ich bin da durchgefahren, habe mit den Landwirtschaftspolitikern da gesprochen, habe mir die Flächen angesehen. Die würden mit etwas Unterstützung, mit Know-how, mit Kooperation, mit Möglichkeiten, ihre Produkte auf unseren Märkten abzusetzen, würden die enorme Technologiesprünge durchführen können. Und man würde dort Arbeitsplätze schaffen, man würde die Demokratie dort stärken können, wirklich als einen Modellfall für die Entwicklung Nordafrikas. Und man tut es nicht. Und das finde ich so beschämend, wirklich beschämend, wenn Sie überlegen, wie viel Geld wir haben und wie viel Geld wir ausgeben für wirklich viele, viele unnütze Dinge. Denken Sie ans Erneuerbare Energiengesetz, ja? Was da an Geld reingeht. Und wo wir Möglichkeiten hätten, positiv zu wirken, auch in der Europäischen Union durch Absprachen, dass man sagen würde, Frankreich kümmert sich um das nordafrikanische Land, Deutschland um das Land und so weiter, wo man wirklich Schwerpunktaktionen macht, um dort Demokratie zu stärken. Das wäre ein Weg, um die Flüchtlingsströme aufzuhalten, ja? Dass man dort Einkommen schafft. Was machen wir stattdessen? Wir bauen große Zäune und geben viel Geld aus, um die dann hier zu integrieren. Und keiner sieht bisher meines Erachtens ausreichend den Schlüssel, den Landwirtschaftspolitik in Verbindung mit Entwicklungspolitik und Außenpolitik hat, um in diesen Staaten eine Entwicklung voranzutreiben, die das Dableiben für die Bevölkerung auch lohnt. It seems clear to me also that climate change is a problem we can no longer be left to a future generation. The sun is driving climate change. CO2 is irrelevant. There is no more debate. Let's get to work. Diesel- oder Benziner-Verbrennungsantriebe werden aus dem Straßenbild verschwinden, fragt sich nur wann. The Rockefellers, heir to an oil fortune that made the family name a symbol of American wealth, believe they're doing their namesake proud by getting out of oil. The fund will instead move that money over to cleaner alternatives in renewable energy. Wir wissen, dass im vergangenen Jahr wahrscheinlich 600.000 Haushalte ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen konnten. Das ist bitter und es steigt, diese Zahl. And people say the oil companies are the big bad people. I don't understand why they are worse than the windmill companies. General Electric made windmills. They don't tell you it's not economical because they make money on it. Freeman Dyson, a living legend in the fields of mathematics and physics. 93 years old, he was one of the first scientists in the 70s who started to investigate climate change. He's extremely critical against computer-based climate models. At Princeton University, please. I'm interested in how he sees the development of present climate science. I was there, I think, around 1970 to 1980. So this was a very active group of not just climate experts. We tried to measure everything. And
to see what the effects of carbon dioxide really are in the real world. Then there was another group of people, mostly in Colorado, who did computer calculations looking at the climate from a theoretical point of view. And then, of course, there became a political fight, which of these groups would get the money. And so in the end, everything is decided, of course, by who gets the money. And so the people in Colorado won. It's a very dangerous game. If you work with a computer model for years and years and years, always improving the model, in the end, you end up believing it. It's very difficult to remain objective. But why do you think it's dangerous to believe in computer models? Because they're wrong. It's very simple. They're wrong. And still people believe in them. You base your opinion on that they are wrong? They disagree with the observations. I mean, nature ought to be the deciding voice. The observations always should tell you in the end who is right and who is wrong. And those people don't look at the observations. They are in a world of their own. And the climate model is a very good tool for understanding climate, but a very bad tool for predicting climate. I don't say they're dishonest, but I think they are inevitably influenced by the fact that they live by scaring the public, that if they did not scare the public, they wouldn't get support from the government. I'm an average guy, sort of overwhelmed by a labyrinth of information, whether that is left-winged or right-winged, but all are claiming a monopoly on the truth. And how can I, as an average guy, sort of choose my own truth? Unfortunately, the thing has become so political that it's no longer science. When you have strong political dogmas, on, as you say, on both sides. Generally speaking, I mean, there are two kinds of information. There is observations and there are theories. And so generally speaking, you can believe the observations and you don't have to believe the theories. And I think that's the most useful guide. The observations of the greening of the planet are very clear. The theories of climate are very confused. We evolved in small tribes, hunting in the forests, competing with each other. And under those conditions, the most important thing was to have people who were totally loyal to the tribe. And whether their beliefs were right or wrong was not so important. As long as they believed the same things, they would survive. To be with the herd, thinking the same thoughts as other people, is built into our nature. And so it's still more important to belong to the tribe than it is to speak the truth. And scientists are not different from other people. We have our tribes also. It's a big mistake to start subsidizing a technology when it's expensive.
that sort of fixes it, and it becomes then a vested interest to continue the technology even when it's expensive, and that's not going to solve the problem. Ökonomisch ineffizient und es bindet wertvolle Flächen. Dass nur Sanktionen sind, Auflagen sind in die Betriebe, nur mehr Auflagen. Overall, it's part of a deindustrialization plan for the West. Man überlegt, ob man überhaupt noch weiter betreibt. Und darum sind die Kartoffeln einfach ausgestorben. Bloß daher, als die verstärkten Auflagen kamen, da hat Gerte gesagt, Schluss, Feierabend, wir machen nicht mehr. Ja, wenn die so weitermachen, werden weniger noch Tierhaltung haben. Man-made climate change is a huge ideological tool for Wall Street and multinationals and oil companies to exploit. Climate model is a very good tool for understanding climate, but a very bad tool for predicting climate. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. To deny that means that you are not a part of the modern world. Hey, Fritz. Hey. Noch nie leer geplündert. Oh. In het vuur kijken. Vroeger hebben altijd mensen om het vuur hergezeten, ja. Altijd. Altijd hebben mensen om het vuur gezeten. Want dat was de enigste. De enigste. Warme. Kwellen, hè? Hmm. En als je in het vuur kijkt, dan kom je weer in een bepaald evenwicht. Mensen die in het vuur kijken, die krijgen dan weer een balans, een evenwicht. Nou, geloof me of niet, Maar dat is precies wat ik nodig heb, Frits. Huh? Ja, maar ik ben nog jong. Ja, dat is het hem, ja. Ja, dit is nog jong. En, het is veel erger als ze zich voorstellen kan. Veel erger. Als ze echt wil weten hoe de wetenschap werkt, moet ze maar eens op internet kijken naar het interview van Fletcher Prouty en de kolonel onder John F. Kennedy. En dan kan ze zelf bedenken waarom dat die Rockefellers uit een olie zijn gestapt en in hernieuwbare energieën zien gaan investeren. Ja? When they first found petroleum, Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time. So in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. So at this Geneva convention, Rockefeller took advantage of sending some scientists over who said, oil, petroleum, is hydrogen, oxygen, and carbon. Therefore, it must be derived from the spoiling, the rotting of formerly living matter. And playing the game properly, when the scientific convention was over, they defined oil as a residue from formerly living matter. It's called fossil fuel for the minds of the public to feel that it is an asset that is running out. Professor Kucherov, a scientist who claims through laboratory tests the existence of abiotic oil. Well, that would be something.
you as a scientist proclaimed and even proved a completely different theory about the existence of oil. Well, according to our, I would say, controversial point of view, hydrocarbons is the product of our planet. They are generating on the depths, roughly 100, 200 kilometers, then migrates into the Earth's crust and form oil and gas deposits. So we could say that this is a blood of our planet. How did we prove this concept? We make experiments. We have a very developed high-pressure equipment at my mother university, Gubkin State Russian University of Oil and Gas. I try to explain it very simple. This is a surface of the Earth. This is a depth of roughly 100 kilometers. This is a crust of the Earth. Below 100 kilometers, there are donors of carbon and hydrogen. We add in this mixture ferrum oxide and put this mixture in the capsule, pressurize it, and rise the temperature. Then, in the end, we have a mixture of hydrocarbons in distribution of at least natural gas, methane, ethane, propane, and butane. The mixture of these hydrocarbons from this depth to the crust could be moved via deep channels to oil or natural gas deposit. There are no doubts that hydrocarbons and natural gas particularly could be generated in astenosphere of our planet on the depths of 100, 200 kilometers. So then you're saying that it is infinite as well? Yes, indeed. That the world is producing it over and over again? Yes. But I do hear stories that oil fields are running out, and they're closing the oil fields because there is no oil anymore. People take oil very quickly. And if we will come back to this oil field in 50, 60 years, we could see that new oil came to these oil fields. There are a lot of samples, for instance, in Romashkina oil field in Russia, in different oil fields in Russian Caucasus. After certain time, new oil came in old oil fields, and this oil could be only from the depths. We use oil, crude oil, to produce most of the fuel which we use for our vehicles and heating equipment. According to very known calculation, we do use only 15% of oil produced every year. 15%. We don't need to find new oil fields or gas fields. We don't need to accelerate oil and gas production. We just need to increase the efficiency of the processes which we used for our civilization. The amount of hydrocarbons in deposits, it's not a problem. The problem is how do we use oil and natural gas. But that's huge. What you're saying is that we could live in balance and in peace with oil, which saves us millions of dollars. It would be economically and politically change the world on such a big scale. I can't imagine. Correct. And I mean, why I'm not reading and seeing this in the mainstream media? Your question is your answer. Uh,
There I am, just as smart as I was before.